Du hast geschrieben, ja, du wirst auch lesen. Das heißt, es gibt für dich die doppelte Gage, das kann ich dir versprechen. Ja? Wir werden dann schon einig werden. Und du wirst mir dann einen kleinen, bescheidenen, erfüllbaren Wunsch noch sagen. Ja? Auf alle Fälle, kurz zu deinem Märchen. Wann hast du es geschrieben? Zu Hause, in der Schule? Zu Hause. Zu Hause als Hausübung? Nein. Bist du alleine heute da? Nein. Mit wem? Mit meinen Eltern, meinem Freund und meiner Lehrerin. Deine Frau Lehrer, liebe Frau Lehrer, wenn er das jetzt wirklich liest, 3 Hausübungen gratis, glaube ich. Das geht auf unsere Rechnung. Okay? Und jetzt einen großen Applaus für den René Rathammer, das Christkind und die Geschenke. An einem schönen Wintertag, als das Christkind gerade die Wunschzettel einsammelte, schrieb ein Kind einen ganz besonderen Brief. Darauf stand, dass es sich keine Geschenke, sondern Liebe und Geborgenheit wünscht. Das Christkind hatte so einen Brief noch nie bekommen und wusste nicht, wie es diesen Wunsch erfüllen sollte. Das Christkind fragte die Engel um Rat, doch die wussten auch nicht, wie man diesen Wunsch erfüllen sollte. Sie fragten die Sterne, doch die wussten auch keinen Rat. Die Sterne fragten den Mond, der wusste auch nicht, wie man diesen Wunsch erfüllen konnte. Der Mond fragte die Sonne, die wusste es aber auch nicht. Die Sonne fragte Gott und er sagte, diesen Wunsch können nur die Eltern des Kindes erfüllen. Das Christkind dankte Gott für diesen Rat und sagte zu den Eltern des Kindes, diesen Wunsch, den euer Kind geschrieben hat, könnt nur ihr erfüllen. Daraufhin bemühten sich die Eltern, ihrem Kind Liebe und Geborgenheit zu geben.